Jo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Craftopia. In dieser Folge werden wir jetzt erstmal unser Haus hier weiterbauen, was wir schon das letzte Mal angefangen haben. Schon mal, da hatten wir ja das Problem mit dem Bausystem hier, dass uns da von unten darf ich bauen, von oben nicht. Okay. Und dann können wir hier auch noch mal ein paar Wände hinbauen. So, vielleicht wieder von unten. Ja, von unten kann ich wieder bauen. Und das kann man sich dann hier beliebig erweitern. Ich würde es jetzt mal offen so stehen lassen. Vielleicht hier noch eine Wand. Und da. Okay, Spiel sagt, wir dürfen hier wohl keine Wand hinbauen. Dann brauchen wir da halt keine Wand hin. Können wir uns da wieder ein bisschen Fleisch reinziehen hier. Das haben wir ja das letzte Mal gebraten. So. Die Hungeranzeige wieder voll. So zufrieden. Okay. Altar of Transportation. Können wir den denn schon bauen? Das hier. Dafür wird uns ein bisschen Kupfer fehlen. Können wir den Kupfer machen? Ja, wir können Kupfer machen. Und jetzt haben wir, glaube ich, genug. Genau. Können wir uns jetzt hier craften. Und wir sehen, das ist jetzt ein bisschen größer. Können wir uns hier aufstellen. Mitten auf den Strand. Und wie wir sehen, der baut sich jetzt hier langsam auf. Und jetzt ist der Altar auf der Altar of Transportation fertig gebaut. Der. Okay, ich glaube, jetzt ist er fertig. So, genau. Dann können wir den auch benutzen und können hier praktisch neue Inseln erkunden. Sagen, wir gehen mal darüber. Und wir haben ja noch ein bisschen Holz. Können wir das auch gleich erkunden? Und wenn wir hier auf Travel drücken, dann kriegen wir erstmal einen Ladebildschirm. Und als nächsten Schritt sind wir dann auf einer anderen Insel. Das lädt hier jetzt noch fröhlich vor sich hin. Genau. Vor allem aus sehr wackeligen Inseln, so wie es aussieht. Genau, jetzt haben wir hier unseren Altar. Damit können wir wieder zurück. Wir sind jetzt nicht mehr auf unserer Insel, sondern hier auf einer anderen. Kann auch sehen, es gibt jetzt hier eine Brücke. Können wir uns anschauen, aber hier gibt es Fässer. Würde ich einmal kaputt machen. Und dann würde ich sagen, gibt es auch noch was.
So, und jetzt gehen wir mal hier über die Brücke und schauen, ob es auf der anderen Seite was Interessantes gibt. Hier gibt es scheinbar auch so eine schwebende Insel, wie bei uns auf der Insel. Ja, die Insel mit der schwebenden Insel. Und da vorne haben wir Gegner, wie es aussieht. Versuchen wir hier mal gegen die anzukämpfen. Haben wir noch Pfeile dabei? Nein, haben wir nicht. Dann werden wir hier mal hochklettern müssen. So. Dann haben wir den auch besiegt. Dann haben wir hier oben noch einen Bogenschützen. Das war zu weit. Dann haben wir noch einen. Einen von denen hier. Und dann können wir uns schon mal um die Kisten kümmern hier. Direkt zwei Level-Ups hier bekommen. So, da noch ein paar Kisten. Da noch ein paar Kisten. Professor. Hier schön das ganze Zeug einsammeln. Da oben haben wir noch so einen Bogenschützen. Will einfach nicht drauf gehen da oben. Jetzt stehen wir auf dem drauf. Das ist natürlich auch sehr praktisch hier. Na, komm her. So, jetzt haben wir den weg. Unser Schwert scheint demnächst kaputt zu gehen. Aber ein paar Fässer können wir hier bestimmt noch schreddern. So, dann will ich jetzt nicht drauf gehen. Kurz hier um die Ecke. Um unser Schwert zu reparieren. Ja. Hat der gut funktioniert. So, jetzt das Schwert repariert. Und dann laufen wir hier einmal weiter durch. So wie es aussieht, hat die Brücke hier nur diese Gegner in der Mitte mit dieser kleinen Festung. Ich
kann zumindest schon nichts Besonderes hier auf der anderen Seite erkennen. Wenn mein Händler lohnt, buy something. Ja, kann man sich hier Sachen kaufen. Ja, lohnt sich jetzt auch nicht so. Ja, noch ein paar Kisten rumstehen. Aber ansonsten ist diese Welt hier auch nicht anders als unsere. Es gibt jetzt halt hier diese Brücke in der Mitte, die haben wir nicht, aber ansonsten habe ich hier genauso Holz, Steine, Erze und so weiter. Aber was natürlich auch wichtig ist, es gibt hier neue Dungeons. Weil jede Insel hat so ein paar Dungeons. Zwei oder drei, schätze ich mal. Und jede neue Insel, die wir erkunden, hat natürlich auch wieder neue Dungeons. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.